Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, dass ihr den Herrn bittet, dass er mich segnet. Das sagt Papst Franziskus bei seinem ersten Auftritt in der Loggia am Petersdom. Er kniet sich dann nieder und alle Leute beten für ihn. Ich finde dieses Zeichen des Papstes beeindruckend. Ich denke, er möchte damit sagen, bevor ich was Gutes tun kann für die Kirche, für die Welt, brauche ich den Herrn, der mir hilft und euer Gebet. Ich denke, da hat sich Papst Franziskus einiges auch von Jesus abgeschaut. Jesus betet oft und er weiß, dass er das Wichtigste in seinem Leben von Gott, seinem Vater, empfängt. Und das ist vor allem, dass er sich geliebt weiß von ihm. Und ich denke da auch an den Evangelisten Johannes, der über das letzte Abendmahl Jesus schreibt. Er schreibt da, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hat. Jesus wusste, weil mir Gott alles gibt, besonders die Erfahrung der Liebe, deshalb kann ich viel weitergeben, besonders die Freundschaft. Und Jesus zeigt das mir, vor allem, wenn er dann beim letzten Abendmahl den Jüngern die Füße wäscht. Ich wünsche Papst Franziskus, mir und uns allen, dass wir immer mehr weitergeben können an Freundlichkeit, weil wir erfahren, dass wir alles von Gott empfangen, seine ganze Zuwendung. Ähnlich wie Jesus wusste, dass ihm Gott der Vater alles in die Hand gegeben hat.